Und schön, dass ihr am Start zum neuen Video. Wir werden einen neuen Smash, also wir testen heute die Neueröffnung. Wir checken Hamburg ab, was können die Neueröffnungen? Wir werden einen neuen Smashburger testen. Smashburger ist noch sehr rar in Hamburg. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Foodtrends kommen sehr schleppend an hier in der Gegend. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein paar am Start inzwischen und jetzt auch neun. Und wir werden geile Buffalo, was heißt geil? Ich weiß nicht, ob die geil sind. Ich habe sie ja noch nie getestet. Wir werden Buffalo Wings im Phoenix Center in Hamburg, werden wir das testen. Aber sie sehen geil aus. Geile Buffalo Wings, ja. Ja, wir essen jetzt erstmal den Smashburger. So ein Fein hier ist er, ja. Paradiesische Brillen. Immer hier bei Paradise Optik an den Start gehen. Hier ist auch noch ein kleiner Markt, ey. Puh. Gönne ich mir hier noch was auf die Stelle? Nee, das ist, passt nicht zum Motto. Vielleicht einmal rübergehen, wenn das voll interessant ist, können wir uns da was gönnen. New City Smashburger. Oi, 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 oi. Es geht dir, alles gut bei dir? Bei dir? Ja, muss ich. Genau danke. So. Ja, so genau muss der Style sein. So muss der Style sein. Heftiger Bart aber, Mann. Dankeschön. Ja, danke, sehr danke. Heftiger. Ja, ja, ja. Das habe ich auch schon. Ne? Wie alt bist du wirklich, ist immer die Frage. 38 und wirklich? 38. Ja. Ich bin kein Flüchtling. Aber ich hätte gerne zwei Ausweise. Ja, kann Vorteile haben, ne? 100% darf man das sagen, Flüchtlinge. Ja, man muss immer aufpassen heutzutage, ne, ja, dass man keinen Scheiß hat. Live passe ich auch immer doppelt auf, aber das checkt mein Cutter Filmi ab. Filmi, darf ich das sagen? Das Verfahren gilt als Blaupause für die künftige Unterstützung von Flüchtlingen. Was geht ab? Alles gut bei euch? Yeah. War das? Auch heute, ja? Eigentlich sollten die morgen dran gemacht werden. Ja. Ich habe ihn angerufen, du musst heute kommen. Also warum ist so? Nicht warum, komm. Er war eben noch da. Hat er schnell gemacht ja, noch? Ja, ja. Oh, edel, normal, ja. Normal, weil sonst kannst du, was willst du dann aufnehmen hier, Alter? Sieht aus wie ein Rotlichtgebäude oder so, keine das Ahnung. Das gibt's unten. Gibt es wirklich unten? Handmassage von mir. Ja, da bin ich dabei. Ja. Aber beide Hände brauchst du bei mir. Nein. Ja, andersrum. Deine langen zwei Finger. War das deine Angestellte eben, die reingegangen ist? Die eine? Das ist ach, die eben reingegangen ist. Ach, ja, genau. Sind ja, auch ja. Zufällig jetzt da, oder was? Ja, durch Zufall, keine Ahnung. Ach, lustig. Die eine habe ich nur gesehen, die jetzt erst rausgegangen ist. Da fehlt noch einer. Mhm. Ist das nicht der YouTube, der ist Holle. Mhm. Ja, das ist Holle. Ja. Genau. Die wissen gar nicht, wie du bist. Also so weißt du, du bist schon Foodblogger, man folgt sich und du weißt nicht, wie du folgst. Da merkt man mal die Recherche. So. Ich kenne sie alle überall. Ich muss doch gucken, was auf dem neuesten Stand ist. Ich kenne sie auch alle. Mit deiner Happy End Massage, ne? Das gibt es auch für Frauen. 100%. Wie du siehst, Großneumarkt, Alter. Neumarkt ist das hier. Ich filme mal hier ab. Du kannst gerne noch mal so geil. Genau, bleib genauso stehen, Bruder. Ja, Mann. Warte, den Move will ich auch einmal machen. Warte, der war heftig, Mann. Wie hast du gemacht? Das war ja wohl übel, ey. Ja, scheiße. Ich konnte früher schon nicht tanzen, ey. Ja, dann würde ich sagen. Wollen wir rein? Begeben wir uns rein, ja? Begeben wir uns rein. Hallöchen. Wir haben die gute Scar-Taste auch noch mal da. Wie ist der richtige Name? Lilly, genau. Lilly ist auch, also die hat einen TikTok-Kanal. Ja. Ja, ist zufällig heute da und wird ein bisschen auch das Essen abchecken. Klar, wie immer. Und nicht nur Lilly ist da, Karim ist auch. Ich habe eben schon gesehen. Hast du abgecheckt oder was? Karim, hast du hier abgecheckt bei Lilly? Den Laden, ja. Nee. Karim kennt ihr aus der Foodtour schon. Der wird mir vielleicht nachher noch zur Hand gehen, ne? Nachdem du mir zur Hand gegangen bist. Nein, der Mann ist verlobt. Der Mann ist verlobt. Also der wird auf jeden Fall verheiratet sogar. Ja. Stimmt, verheiratet, Bruder. Ja. Der hat alles richtig gemacht. Ja, beim Beileid. Rest in peace. Ja, scheiße. Wir haben genug Scheiße gelabert, ne? Also wir werden jetzt deinen Burger testen. Wir müssen hinten auch in die Küche. Ah ja, was hast du eigentlich für einen Körper? Darf ich dein Blatt einmal zwirbeln? Geil. Das ist fester als man glaubt, Mann. Alles ist fest. Karim, kannst du mal testen machen, ob alles fest ist bei ihm oder was? Einmal bitte filzen, ob irgendwo Waffen am Mann sind. Alter, der hat Oberschenkel, das müsst ihr sehen. Alter, heftig. Das war nicht mein Oberschenkel. Hast du einen Baseballschläger versteckt da unten? So, also nachdem wir uns wieder lächerlich gemacht haben vor YouTube Deutschland, Karim ist da, der wird nachher nochmal mit mir was drehen, der hilft im Moment immer ein bisschen, deshalb nicht wundern, Karim ist jetzt vielleicht offen. Ja, ja. Und dann haben wir noch einen unbekannten Gast hier, das ist? Ebrasch. 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 Ebrasch ist auch okay. Okay, ist sie die Beste? Sie ist die krasseste von allen. Ganz ehrlich. Ich hab den besten Chef. Oh. Oh. Das ist ein gutes Team, ja? Ich muss nichts machen, sie ist das.
Ich hoffe, der Test fällt gut aus, Mann. Weil wenn jetzt nach der ganzen Action, wir haben Spaß, alles ist gut, alles perfekt, wenn ich dir jetzt eine 7 von 10 nur gebe, scheiße, Mann. Bruder, das sollte nicht sein, weil ich weiß, ja, wo du wohnst. Ja, ja. Und die Beine würden mich allein zermalen. Wenn ich meinen Kopf zwischen seine Beine nehme, welchen Grund auch immer das haben sollte, der zudrückt, Matsch. Das ist ein geiles Bild in meinem Kopf gerade. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, ja, wir nehmen, glaube ich, einfach. Oh, da ist ja noch mal jemand. Hallo. Hi, und du gehörst. Ach, du gehörst zu Skates. Ach so. Du gehörst zur ganzen Mannschaft, ey. Wahnsinn. Habt ihr noch mehr Frauen, die ihr holen könnt, oder was? Ich rufe noch meine Kollegen an. Ich hole meine Cousins. Die sind übrigens alle volljährig. Ich habe eben noch gefragt, 25. Na, die sehen nur so jung aus. Du warst aber alt, ey. Naja, ne, ist schon zu alt. Also, Brudi, wir machen so. Wir machen Smash Burger Time jetzt. Ich glaube, ich brauche gar nicht groß gucken. Double Single Smash. Habt ihr beides wahrscheinlich? Welchen Double soll ich nehmen? Double Single Smash. Zum zwei Patties, Bro. Normal. Ja, ne? Mehr ist mehr. Okay, dann nehmen mehr wir. Mehr ist mehr. Nehmen wir zwei. Wenn wir schon nur eine Frau haben dürfen, lass uns wenigstens zwei. Ja, ist so, ey. Okay, wir nehmen normalen Smash Burger mit zwei Patties. Mit den NCB. Den nehmen Cheese. Wir ja, einfach Double und wir checken dich ab. Wir machen heute zwei Neueröffnungen. Wir nehmen dich und wir nehmen nochmal Buffalo Chicken Wings an Start. Du hast jetzt die Gunst der Stunde, dich vor Hamburg zu beweisen. Dann machen wir das. Du bist für mich der deutscheste K***, der mir von der Aura jemals untergekommen ist. Mit ein, zwei Kollegen. Der deutscheste Ausländer. Der sehr viele Steuern zahlt. Ja, sehr zu viele, lieber Olaf. Genau, können wir in die Küche, die? Können wir. Geil. Hallo. Ah, hallo. Philipp? Hast du ja, Philipp? Das ist Philipp, ja. Geil, du bist der Mann in the kitchen hier. Du hast das Beef in die Hand. Das ist geil. Zungenstück. Zungenstück hast du, ja? 30% Fettanteil. Mhm. Ja, wenn ihr nicht wisst, was Zungenstück ist, hinten Nackenbereich. Nacken. So, ne? Eigentlich das Beste. Das Beste, nimm die meisten. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob ich unbekannte News weitererzähle an euch. Wie schlecht war das denn gesagt? Aber viele benutzen das. Gute Läden. Kartoffelmehlbuns. Kartoffelmehlbuns habt ihr? Die ich für mich machen lasse. Ah, stark. Veloso hier in Hamburg? Ja, also halb Hamburg kauft bei ihr. Sie macht für mich Kartoffelmehlbrote. Zeig mal hier, Bruder, die sehen echt sehr heftig aus. Oh, das kriegt gleich Lilly, das Brot. Brioche ist schon mega, aber das Ding, oh, das ist so fein, porig des Todes. Oh, das fühlt sich richtig, richtig weich an. So sieht's aus. Wir haben auch für unsere veganen Freunde auch veganen Käse. Für die veganen Freunde? Wir denken ja mit. Alles, ne? Wir wollen ja natürlich, dass alle glücklich ja sind. Vegane Soßen auch? Vegane Soßen, mhm, vegane Mayonnaise, veganer okay Käse, mhm, veganer Patty. Beyond. Mhm. Sehr, sehr gut. Und na, nochmal, scheiße, ich war in verdammten Gedanken. Kannst du nochmal den Rest, hast du gesehen? Ich hab gar nicht mehr. Ich war ja, wo war der denn? Ich war auf einmal weg. Vegane Patties. Aber die sind jetzt nicht vegan, ne? Die nicht. Die nicht. Ja, wir, nicht die. Genau, wir nehmen die bestschmeckendsten. Die veganen sind halt ja genauso fluffig, mhm, aber halt vegan. Die glänzen nicht, damit wir auch immer wissen, dass wir halt den Leuten wirklich immer die richtigen Brote rausgeben. Okay, und was habt ihr als veganen Patty-Ersatz? Beyond Burger. Sehr teuer, mhm, aber sehr, sehr gut. Okay, stark. Sehr, sehr gut. Deswegen sollte man auf jeden Fall nicht immer rummeckern, dass mhm wir teuer sind. Oder, weil wenn du einen günstigen, schnellen Burger willst, dann musst du zu Mc's. Der muss zu Mc's, dann ja musst du zu Mc's, dann hast du bei uns nichts verloren, weil wenn du was Gutes essen willst, musst du ein paar Mark mehr bezahlen. Vom Fleisch fängt es an, vom Brot fängt es an. Wir haben eine geile Location, wir haben sehr, sehr, sehr guten Service. Ich habe Leute, die Bock auf den Scheiß hier haben. Woo! Der hier wird wahrscheinlich perfekt sein zum Beispiel. Bei den anderen sage ich dir, die werden wahrscheinlich Minuspunkte ernten da hinten. Das ist Halal Bacon. Halal Bacon, ja. Lilly, sorry, aber du kriegst die fehlgesmashten Burger. Oh, der sieht edel aus. Philipp, das üben wir aber nochmal hier. Römersalat mit Röstzwiebeln. Röstzwiebeln unserer Homesauce. Ah, geil. Guck mal, das habe ich ja noch nie gesehen. Wild. Ich glaube, unter uns, Brudi, der Single wird besser performen.
weil die anderen nicht so perfekt gesmashed sind. Ja. Der wird wahrscheinlich besser performen, kann ich so sagen. Ich das mich ist doch der da von dir, ne? Ja, also der wird wahrscheinlich besser performen. Dann nehmen wir den für dich. Okay. Gerne die, ja. Das ist für den jungen Mann. Perfekt, geil. Ich snack dann direkt durch, ja, ja, dann komme ich zu dir, ne? Komm mal mit. Ja, gerne. So, perfekt. Also optisch stark. Zwei Sachen kurz von mir. Zum einen, wer denkt, du hast irgendwelche Zaubermaterialien in der Küche, womit automatisch immer alles klappt, die hat man nicht. Natürlich hat man gutes Equipment, was einem das Ganze leichter macht als irgendwie zu Hause mit Amateur-Equipment. Aber wie ihr seht, es kann auch immer ein Burger falsch gesmashed werden. Und ich, und das kann ich euch auch sagen, ich bin bestrebt darin, zu versuchen, dass die Leute natürlich gut abschneiden. Und ich habe zu ihm gesagt, mach mir jetzt keinen Double, mach mir einen Single. Weil das Smashen der Burger vielleicht auch der Aufgeregtheit geschuldet ist schiefgegangen, hätte ich schlecht abgeschnitten. Erst einmal beobachte ich natürlich immer. Und wo ich eine Fehlerquelle vielleicht ausgemacht habe, relativ scharf angebraten, aber danach vielleicht zu lange drauf gelassen. Das könnte schief laufen. Einfach deshalb, viele machen es so, scharf anbraten, umdrehen, nicht mehr so lange. Du brauchst diese zweite Röstung nicht zwingenderweise. Du siehst sie nicht und von der Röstung, rein vom Geschmacksbild, langt es oben drauf. Deshalb wird es unten oft nicht so lang, damit die Saftigkeit gegeben ist. Burger Bun noch angeröstet von unten. So, rein damit. Sehr präsenter Schinken, sehr präsente Currysoße. Anderes für den Burger, ganz anders als die meisten Burger. Es ist nicht diese McDonalds-Nachahme, es ist ein Style für sich. Machen ja viele beim Smash, wollen einfach diese McDonalds-Vibes reinbringen. Ordentliche Süße kennt man vom Burger. Ich könnte jetzt auch sagen, ich bringe dieses Zuckerfeeling rein. Ich nehme ungern eigentlich diese englischen Ausdrücke, aber Candy passt einfach besser. Ich finde, das trifft den Geschmack, den der Burger am Start hat, einfach besser. Diese Currysoße geht in diese Candy-Note. Bun gut, leichtes Brötchen-Feeling, wie zum Beispiel vom Rosinenbrötchen ohne Rosinen. Soße ein bisschen zu offensiv, Fleischgeschmack kommt nicht so gut durch. Gurken, gutes Feeling. Ein bisschen diesen Selfmade-Vibe, wenn man sich zu Hause einen Burger macht. Diese Bun-Röstung von unten merkt man kaum. Also geschmacklich. Der Snack eben zu Ende. Dann sehen wir uns gleich wieder drin. Also für euch, Smashburger gibt es nicht oft in Hamburg, ist eine ganz eigene Kreation. Er hat nichts mit irgendwelchen Smashburgern zu tun. Ich würde sogar so weit gehen, einen Smashburger in der Richtung habe ich sogar noch nie gegessen. Diese Curry-Vibes, Candy-Vibes habe ich gesagt, schöne Süße drin. Süße lässt sich drüber streiten. Ich denke mal, da wird der ein oder andere sagen, ein bisschen viel. Hundertprozentig. Genau, also Süße ist aber auf jeden Fall im grünen Bereich. Wenn du ein klein bisschen runterfahren. Im Großen und Ganzen stabiler Burger. Was das Problem mit den ganzen Soßen und den Zwiebeln ist. Du längst ein bisschen, du hast so geiles Fleisch, die Vibes vom Fleisch runter. Ja. Ja, du machst so einen Aufwand mit geilem Fleisch, das Ganze muss dezenter gehen. Das muss dezenter, damit du die Fleischvibes noch hast. Viel besser wäre das unterstützen zum Fleisch. Geile Unternote, geile Currynote. Das wäre safe noch geiler. Alles so, klar. Ne? Und so hätte ich dir jetzt erstmal eine 7,5 gegeben. Ja. 7,5. Ja. Wirklich stabil, also für jeden unbedingt abchecken. Denn, wie gesagt, ganz neu, mit nichts vergleichbar. Einfach ein leckerer Burger, die kann man nicht anders sagen. Super leckerer Burger. Ist super. Und 7,5 ist eine super Ansage, ist, alles gut. Ist bei mir nicht schwer, nicht leicht zu erreichen. Hammer. So, ne? Hammer. Freue ich mich. Danke, Mann. Sehr gerne, Sie. Und ich werde wiederkommen. Der Laden hat ja wie lange jetzt auf? Seit Donnerstag. Donnerstag. Und ich bin am Start. Also ich komme nochmal wieder, check das Ganze nochmal nach ein, zwei Monaten ab. Ja. Und dann gucken wir mal. Dann sagst du Bescheid, wann. Geil, die. Danke, danke dir, Mann. Danke, danke. Danke euch, Jesus. So, genau, also wir sind durch, habe ich gar nicht richtig gesagt. Wir gehen jetzt zu unserem Buffalo Wings Laden. Sieht fresh aus, genau, sieht fresh aus. Wir sehen uns da gleich. Bevor ich es verschepper, neu am Start. Proteinpudding von Zack Plus. 48 Gramm Eiweiß auf einen geilen, freshen Karamellpudding. Besser geht's nicht. Guckt rum mit dem Code HOLLE10. Für den direkten Support, Link in der Videobeschreibung, jetzt sehen wir uns beim Buffalo Wing Laden. Beim Fried Chicken, sagen wir mal so. Ach so, nur für euch mal. Alle, die sagen, hier der Fettsack, der frisst nur die ganze Zeit Fast Food. Oh, wo sind deine Muskeln, wenn du trainierst. Nicht um hier zu flexen, nur damit ihr seht, der Junge trainiert, die Supplements ballern rein. Können wir ja parallel mal eine Kleinigkeit einblenden vom guten alten Holle, der aktuellen Form. Wir sind am Start, Alter.
Wir sind am Start in Harburg. Phoenixviertel. Ich saß immer wieder in den kriminellsten Gegenden in Hamburg. Abgeidert. Ja, wir sehen uns im Phoenix Center. Was ich noch sagen wollte eben zum Burger. Ganz wichtig bei jedem Burger, es ist einfach so, ein unausgewogener Burger kann nicht der beste Burger sein. Ein Burger, wo die Soßen so stark überwiegen, dass du den Rest kaum schmeckst, kann logischerweise nicht der beste Burger sein. Du kannst dann einen Burger haben mit den besten Soßen, aber du kannst auch dann nicht das beste Gesamtprodukt haben. Geht einfach nicht, wenn der Hauptteil des Burgers aus Soßen besteht. So, ne? Oder der Hauptgeschmack, den du aufnimmst, einmal nach Soßen schmeckt. Hier geht's los, gerade noch privat da gewesen, mit Frau und Kind gesnackt hier. Beziehungsweise ich nicht, aber Frau und Kind. Servus, sie. Alles gut bei dir? Videos. Ja, danke, Brudi. Danke, danke. Lass dich schmecken, ne? Ciao, ciao. Dieses Feeling mit Kamera, mit meiner kleinen Waffe hier zu sein, im Gegensatz zu privat, weiß ich, ich bin immer wie im anderen, ja, wie im Film. Ja, ich bin im Film. Schön gesagt. Und da haben wir den guten Kollegen am Start. Ey, Jungs, ja. Ich hoffe, ich bin willkommen hier. Sehr gut. Man hört von euch in Hamburg. Sehr gut, sehr gut, Mann. Ja, läuft gut bei euch, oder was? Sehr schön. Wir sind hier bei Josefs. Übrigens beide Spots, ich sag's nochmal, für die Halal-Community, beide Halal. Jungs, wenn Security kommt und gleich sagt, ich darf nicht filmen, dann klärt ihr das, oder? Sehr gut, weil die sagen immer, ich darf nicht filmen. Abu durfte auch filmen. Durfte auch? Ach, Abu Goku war auch hier? Abu Goku, hab ich noch nicht gesehen. Hab ich nicht gecheckt. Jungs, Alter. Dann tasten wir mal, Jungs. Was empfiehlst du mir denn die? Was ist hier der Renner? Hast du mehr Bock auf Knochen oder Bombes? Also ohne Knochen. Oh, meistens performt Knochen besser, obwohl es bequemer zu essen ohne Knochen. Aber ich nehme beides. Ich habe keinen Burger, ne? Burger haben wir nicht. Dann nehme ich eine Runde ohne Bones und eine Runde mit Bones. Das sind unsere elf Flavor, die wir haben. Im Endeffekt ist mild an und wird immer schärfer bis nach oben. Ah, ist übel scharf? Ist es scharf? So semi, oh, nicht so heftig, ne? Knallen die weg, oder was? Ich hab 500 Euro angeboten, wenn er das auch ist. Hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft? 500 Euro, also ich mach für 1000, dann mach ich. ich koste mehr als Ruhat. Ja, Ruhat hat mehr, ich muss mehr einnehmen. Einmal nochmal für euch eine Übersicht hier von der Essensecke. Oh, hier sind die Wings. Ah, hier sieht man schon, hier ist ein Spicy, Barbecue und so weiter und so fort. Ah, frisch Parmesan kommt da auch noch rauf, ne? Ja, genau. Okay, geil. Ist die. Noch eine Sorte? Nee, ich nehme erstmal die drei und dann nehme ich noch eine Runde mit Knochen. Nehme ich dann die da anderen. Hast du Ranch, genau. Dann kannst okay. Du die Gabel mal probieren. Geil, die. Sind hier noch Gabeln, ja? Jawohl. Mein Junge, schmeckt hier, ja? Sehr schön. Gucke ich hier mal einmal, wo ich hingehe. Oh, hier sieht das gut aus. Hier noch einmal für euch. So sieht der Lachs aus. Hier schön aufgeschichtet. Hier ist dann die andere Sorte. Boah, Garlic Parmesan lacht mich sehr an. Nochmal extra Soße macht keinen Sinn, gebe ich ihm gleich wieder. Also wundert euch nicht, dass da noch extra Soßen stehen. Das war original, essiglastig, sagt er. So wie sie es gerne in den USA essen. Hat was. Hat extrem was. Geile Schärfe. Kennt ihr Essigchips? Lohnt sich zu probieren. Entweder man ist voll der Fan oder man feiert es gar nicht. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Ich fand das schon immer geil. Oh, schmeckt wirklich dieses Feeling von diesem durchgreifenden, bissig starken Essig. Geht richtig so gefühlt in die Lunge runter, geht in die Nase. Trotzdem so gefühlt eine dezente Käsesoße. Dezentes Käsefeeling. Riecht auch so. Saftigkeit gegeben, dafür, dass es wahrscheinlich Brust sein wird. Weich, schön vom Biss. Ganz leicht Weizen, das ist gut gemacht. Wie diese ganz normale Chili-Nacho-Soße, wisst ihr? Diese Paprika-Chili-Soße. Ganz leicht, aber wirklich nur dezent, so ein Hintergrund, dass du eigentlich wirklich analysieren musst, was ist das hier gerade. Die sind fresh, die sind fresh. Wenn ihr auf diese Essig-Chip steht, müsst ihr die Dinger nehmen. Typisch fürs Teriyaki, dieses Glasierte, haftet perfekt an, wie eine zweite Haut gefühlt. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen?
sichere dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Wieder für die, die sich da ein bisschen dran aufhängen. Einer der größten Fehler und häufigsten Fehler beim Essen machen, ist der Salzgehalt. Zu wenig gekillt, zu viel gekillt. Deshalb hört man das dementsprechend öfter hier. Ich könnte auch aufhören, das zu sagen, aber macht keinen Sinn. Daran scheiden sich auch oft die Profis, das genau hinzukriegen. Was heißt, scheiden sich die Profis? Das hört sich jetzt an, als wenn ihr keine Profis, weil ich jetzt euch sagen muss, Teriyaki ist zu salzig. Absolut nicht. Passiert. Ist mal so, ein bisschen mehr Soße, ein bisschen weniger. Ein etwas größeres Filet und schon hat sich das Problem aufgelöst. Schwer zu handeln, weil die waren etwas zu salzig. Geiles Knoblauchfeeling. Dezenter Parmesan, Parmesan-Feeling, auch wieder wie bei Chips. Es gibt diese bestimmten Käse-Chips, wo du jetzt nicht das Parmesan-Feeling hast, wie du jetzt, wenn du Käse-Nudeln isst, oben Parmesan drauf hobelst oder auf einer Pizza, auf welchem Gericht auch immer, sondern wie bei Chips. Wirklich gut. Das ist auch nicht das Salzproblem. Bei den Original auch nicht, beide Welt. Und jetzt kommt noch mehr Käse rein. Jetzt geht's so in die Nudelnote. Das Feeling von Parmesan auf Nudeln. Jetzt geht's in diese Richtung. Zwei verschiedene Geschmäcker haben sie reingekriegt. Was den Käse angeht, wild. Die Originals bin ich Fan von. Für mich Anlaufstelle Nummer 1, schon nach den Dingern. Die besten seit langem. Ist ja kurz weiter. Das heißt für direkt nächste Runde. Kommen die am Knochen. Auch sehr entscheidend. Meistens noch saftiger, noch heftigeres Feeling oft. Filet bequem zu essen. Wings Königsklasse. So, ich gebe dir mal direkt Feedback, ne? Das tut mir immer leid, sowas zu sagen, ne? Aber ja, ihr wart heftig. Nein, nein, nein. Du wolltest mir direkt, eine Hand hat schon gezückt. Ich hab die Boxerschulter gespürt schon hier. Die Kugel. War geil, die. Auf jeden Fall. Also ich habe sogar gesagt, ich glaube, das waren die besten seit langem. Die besten seit langem. Eine Kritik nur bei den Teriyaki, die waren zu salzig. Zu salzig, das, ne? Sagen viele. Ja, sagen viele sogar, ne? Ja, ja. Liegt aber auch wahrscheinlich dran, mal ist ein Filet dicker, mal dünner und desto mehr man von Filet dann hat, desto weniger salzig ist es auch. Auch die Original, die sind Welt. Also man muss, dieses Essig scheiden sich die Geister. Manche mögen dieses Essig nicht, aber die es mögen, so wie ich feiere das auch bei Chips. Welt. Das ist echt so ein 50-50. 50-50. 100%ig. Echte Liebhaber lieben das, Leute. Ich bin glücklich. Wir machen noch Wings einmal und die letzten drei Sorten. Ne? Wir sehen uns bei Runde 2. Zitronenpfeffer ist das, ja? Geil. Riecht schon, ey. Das kommt in die Nase, dieser Lemon-Geschmack oder dieser Lemon-Geruch. Das ist die Ranch. Ich hatte die Ranch gerade nicht probiert. Das ist die Abo so gefeiert hat. Ja, normalerweise ist mir das zu viel Soße, aber wenn ihr die so anpreist, ich werde die nochmal testen einmal. So, hier geht's los. Da muss ich jetzt leider meine Hände ein bisschen schmutzig machen, geht nicht anders. Erstmal, boah, Hawaii. Unerwartete Kümmelnote. Sehr fruchtig, exotisch, ganz so richtiges Umami-Feeling. Süß, sauer, scharf, salzig. Fettig. Auch wieder Essig-Feeling, sehr interessant. Aber nicht so stark wie bei dem einen. Erstmal ohne die Soße nochmal von Abu. Haben zum ersten Mal dieses basic rohe Chicken Wings Feeling durch, wie aus dem Ofen, wenn es richtig kross ist, die Haut richtig kross, kam zum ersten Mal gerade richtig durch. Lemon Note im Hintergrund, Pfeffer knackt im Mund, kleine Pfefferkörner. Was bei diesen ganzen Dingern so wild ist, die ganzen Geschmäcker, versuchst du ja immer bildlich zu beschreiben wie so ein blasser Nebel im Mund, der sich hin und her bewegt, ist aber nicht so richtig komplett einnehmend, sondern immer im Hintergrund. Sehr spezielles Feeling, ganz spezielles Feeling von den Dingern. Wer bei Five Guys war, ist es wirklich dieses Cajun-Gewürz, was einfach nicht wirklich zu beschreiben ist. Hat sein ganz spezielles Eigenfeeling. Weltgewürz. Er hat so einen ganz leichten Touch vom süßen Paprika-Gewürz. Oh. So ein Mix, den man ein bisschen auch von gewissen Pommes-Gewürzen kennt. Süß Paprika, leichte Pfeffrigkeit, Salz. Und dieser Mix ergibt halt so ein geiles Gesamtfeeling.
werde ich jetzt auch mit der Soße testen. Sehr heftig. Wirklich perfekter Gegenspieler. Was ist mit meiner Cam hier los? Ist original wie so eine. Wie so eine Sour Cream. Und greifen hier einfach die Geschmäcker auf, die Knallen, die man kennt, die funktionieren. Perfekter Gegenspieler gegen diese aggressiv würzigen, intensiven Wings, der geschmeidigen, weichen, sahnigen, milchigen Note von der Sour Cream. Da hat der Abo recht, da kann man sich reinlegen. Zur Bewertung. Ich wollte eben noch Feedback geben. Ja, und? Jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich nehme jetzt einmal Teriyaki und Hawaii raus, weil die waren beide so ein bisschen einfach drüber von der Würzigkeit, ja. vom Salzgehalt. So, die nehme ich raus. Okay. Aber alle anderen, und ich habe ja vier andere Dinger gegessen, würde ich echt eine 9,3, glaube ich, geben. Mega. 9,3, geil. Also geil. Welt, die waren Endgegner. Die waren Endgegner. Geil. Also, Leute, wisst ihr Bescheid? Ja, wisst ihr Bescheid, wo ihr hingeht, wenn ihr habt? Ja, stark, die. Das ist echt stark, Mann. Das ist echt stark. Wenn ihr in Hamburg Süd unterwegs seid, Phoenix Center unbedingt vorbeischauen. Na, Leute, ey, geht auf ein Video, ne? Liken, kommentieren und teilen natürlich. Kuss, danke, Mann. Danke. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich komme bei dir auch so mal rum. Ich wohne um die Ecke. Ja, perfekt. Ja. Und dann bist ich wohne ja auch da. Wo bist du denn? Geil, die, geil. Ja, Mann, dann machen wir demnächst Fahrgemeinschaft. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Nimm die mit. Ja, Mann. Haut rein.